Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier aus dem wunderbaren Bahrain. Ich freue mich wirklich mega, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind im drittletzten Rennen dieser Season. Die hat sich schon echt unendlich lang gezogen. War natürlich jedes Rennen spannend als das andere. Türkei letzte Woche, vor zwei Wochen einfach nur mega. Und falls ihr neu seid, würde es mich gerne freuen, dass ihr gerne abonniert und auch gerne Däumchen nach oben da lässt. Morgen kommt auch die Hot Lap und die Mega, das Mega Season Rennen, beziehungsweise auch noch eine Reaction vermutlich. Also da es wird auf jeden Fall sehr, sehr spektakulär morgen. Schaut auch gerne auf TikTok und Instagram vorbei. TikTok kommen jeden Tag mindestens zwei neue coole Clips online. Also schaut da wirklich gerne vorbei. Und ja, wir kommen jetzt ziemlich gut durch. Alle Links sind wie immer unten in der Beschreibung. Und hier haben wir dann auch, so ein bisschen die heiklen Stellen. So, dann geht's hier raus aus diesem ersten Kurvenkomplex. Da, die Geraden, da kannst du ziemlich gut überholen nach dem Start. Und dann, ja, die Kurve ist auch ziemlich tricky. Da hat es auch Vettel mal so ein bisschen geschwenkt. Und da hat er letztes Jahr gegen Hamilton seinen ersten Platz verloren. Nein, das war Leclerc, glaube ich, oder? Nein, Vettel hat es weggedreht und Leclerc hat aber trotzdem wegen Motorproblemen oder so hier verloren. Ja, die Strecke überhaupt mega cool, liegt so ein bisschen in der Wüste und die ist einfach nur hardcore genial. Überhaupt wenn es dann rein dämmert in der Nacht, in die Nacht rein. Also die Strecke, jedes Jahr ein Spektakel, aber die fahren ja, ich glaube, dieses Mal ein Tagrennen, weil es am 15.10 Uhr schon der Start und dann nächste Woche wird es dann um 18.10 Uhr erst der Start sein, dann wird es eher das Nachtrennen werden. Also ich glaube nicht, ich weiß nicht genau, ob es dann auch dämmern wird morgen, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Mein Tipp kommt natürlich auch noch später. Ich denke mal, dieses Wochenende werden wir uns auf jeden Fall auf eine Überraschung einstellen können. Aber natürlich nicht, was positionsbedingt bedeutet. Ich denke mal nicht, dass da bei den Positionen noch viel geschehen wird. Aber dazu später noch mehr. Da werden wir auch noch ein bisschen über das gestrige Training reden. Und hier kommst du dann raus aus dieser unendlichen Kurvenhölle. Also es sind nur 14 Kurven, aber trotzdem, es kommt ja vor wie eine Ewigkeit. Und es geht in den zweiten Reifenmanagementprogramm. Beziehungsweise, oh mein Gott, hier schon verbremst zum Schluss raus aus der Kurve. Und wir werden uns natürlich jetzt ein bisschen befassen. Der Red Bull ist richtig cool. Ich dachte mir, wir werden mal mit dem Red Bull ein bisschen fahren. Ich habe nur das erste Rennen überspringen lassen. Und es ging direkt los in Bahrain. Pünktlich um 14.10 Uhr. Ziemlich geniale Strecke, wirklich. Also da ging es natürlich mit dieser Kurve hier. Kurve 13. Einfach nur verbremster. Ist nicht Kurve 13, glaube ich. Kurve. Keine Ahnung. Also wirklich. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht genau mit den Kurven. Ein paar Dreher gab es natürlich, überhaupt von den hinteren Teams Haas. Aber ich glaube auch Vettel hat sich einmal gedreht. Dann natürlich viele, viele Verbremser, aber das ist auch klar in dieser Doppel-Links-Kurve. Ja, hier haben wir den Dreher dann, das ist Leclerc sogar. Hier haben wir den Dreher von Leclerc. Aber natürlich, er war nicht der Einzige. Also da gab es so viele Dreher und so viele Durcheinander gestern. Auch hier Verstappen mal, Albon mal. Also da wirklich. Es ist aber auch normal für eine Strecke, wo du, keine Ahnung, ein Jahr nicht warst oder wo so gut wie kein Grip-Level ist. Die Formel 2 fährt dieses Wochenende auch mit und es geht auch um den Meisterschafts-Run. Da kann eigentlich, ja, da kann Schumacher den Sack zumachen. Hamilton auf 1, Bottas auf 2, Perez die bisschen größere Überraschung, die ich meinte, weil der wieder auf 3, letztes Mal auf 2, jetzt auf 3. Und der fährt da um sein Leben, oder besser gesagt ums Cockpit nächstes Jahr. Verstappen auf 6 und Albon auf 7, auch genial wieder von Albon. Vettel und Leclerc auch zusammen, das ist auch wichtig, weil endlich mal sind die halbwegs auf Augenhöhe. 50.000, glaube ich, hat die getrennt. Und das ist ja endlich mal genial, wenn die auf Augenhöhe sind. Und dann ging es ins zweite Trainingssegment. Und das war schon mal ein bisschen, ich will nicht sagen spannend, es war auf jeden Fall sehr, 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 sehr atemberaubend. Also überhaupt mal die Ansicht an sich, ja, jetzt starten wir mal in das Programm hier rein, dann fangen wir ein bisschen an zu reden. Also hier die Atmosphäre, atemberaubend, wie schön das Ganze ist. In der Nacht 400 Scheinwerfer. Ja, letzte Kurve war ein bisschen der Hauptakteur gestern im zweiten freien Training, weil hier, ja, begann so ein bisschen Albons Albtraum. Der ist dann ein bisschen zu weit rausgekommen aus der letzten Kurve. Dann hat es ihn weggedreht, einmal komplett in die Mauer. Das Ganze hat er total schade. Aber Gott sei Dank ist ihm nichts passiert. Also musste echt immer wieder sagen, dass die aus diesen Höllengefährt rausgehen und einfach dann am nächsten Tag wieder reinsteigen. Ich meine, ja, sonst sagen die auch wahrscheinlich, ja, es gibt noch 10 andere, die mit dir fahren wollen. Und das war der kuriose Effekt. Ein süßer kleiner Hund sorgte für die zweite rote Flagge hintereinander. Alle sind so rausgefahren, dann rote Flagge, Vettel noch mit dem Hulet, der Dogs Out und so weiter. Also ziemlich lustig das Ganze. Und dann, ja, für ihn auf der Strecke war es nicht so lustig wie, ja, mit dem Hund. Er hat doch gesagt, ich meine, ich wüsste, dass man Hunde mitnehmen kann, hätte auch Hunde mitgenommen. Hamilton dann vor Verstappen und Bottas. Aber ja,
da ist halt wieder die Mercedes-Dominanz. Ich weiß nicht, ob sich das wieder ändert. Aber auch wieder Perez auf dem vierten Platz, der lauert. Auch Ricciardo und die Ferrari, ja, keine Ahnung. Leclerc schlechter als Vettel. Natürlich war das auch so ein bisschen die Long-Run-Zeit, aber trotzdem. Also das ist wirklich ein trauriges Spiel bei Ferrari. Ich hoffe, die bekommen das nächstes Jahr hin, weil sonst werden sie echt... Schauen wir, wo Perez herumfährt. Dann werden sie von Alfa Romeo... Aston Martin, sorry. Dann werden sie von Aston Martin eingeholt. Und das ist halt auch nicht der Sinn der Sache, dass die da, keine Ahnung, von Aston Martin eingeholt werden. Wir sind im dritten Training unschwer zu... Nein, im zweiten erst, okay. Es ist aber schon ein bisschen dämmeriger. Und so mag ich halt die Bedingungen hier. So werden sie aber, glaube ich, dieses Wochenende nicht sein. So, 320. Und es geht ein bisschen ins... Ja, ich glaube, das... Was ist denn das überhaupt? Rennstrategie, oder? Rennen 1, Rennen... Nein, Blödsinn, was ist das? Gut. EAS-Management, okay. Ja, hier können wir mal ein bisschen mitfahren. Die erste Kurve ist ziemlich... Die entscheidet eigentlich schon über eine gute Runde. Hier auch der Exit entscheidet übelst über eine gute Runde. Ja, da kannst du links ein bisschen diesen Kunst-Kies-Zeugs mitnehmen. Ich sehe alles nur aufgetackert und... Dieses blaue Fleckchen ist richtig cool. Und die werden auch wieder auf dem ovalen Circuit nächste Woche fahren. Da sind sie unter anderem 2010 gefahren. Die kenne ich noch. Echt, also die ist echt genial. Die soll unter einer Minute Zeiten sein. Diese Kurve hier, die meine ich, die ist echt hardcore. Und die wird auch hier, der Exit wird ziemlich wichtig sein im Qualifying heute. Und ja, mein Tipp ist auf jeden Fall, kommt später in unserem Qualifying. Also bleibt auf jeden Fall dran, abonniert dabei mal gern, lasst ein Däumchen rum da und schaut auch gern auf unseren Kanal vorbei. Da reacten wir jeden zweiten Tag. Also heute nicht, gestern haben wir reagiert, heute nicht, morgen wieder. Montag wahrscheinlich auch, weil am Dienstag sich das nicht ganz ausgeht. Aber wir werden auf jeden Fall reagieren. Lasst, könnte auf jeden Fall sicher sein. So, aber wir kommen jetzt ziemlich gut durch und das ist, zack, die letzte Kurve hier schön, wirklich. Also die habe ich selten so schön erwischt und auch so perfekt rausbeschleunigt. Da kannst du dir mal eine Scheibe abschneiden, zack. Und das hat auch gleich mal die erste schnellste Runde gegeben. Also die Bestzeit. Und es geht ins Quali-Tempo. Jetzt können wir ein bisschen auf die Strecke gehen. Ja, wieder Tag, weil wir sind im dritten Training. Aber das Qualifying danach wird wunderschön werden. Wir haben einen Run und die Zeit geht mal rauf. Ja, im dritten Q, also wir werden alle drei Qs fahren. Im dritten Q ist mir ein bisschen ein Fail passiert. Aber den werde ich nachher erzählen. 330 und dann hier innen bleiben. Zack, da kannst du innen links den Körper richtig schneiden. Rechts würde ich nicht so stark, nur mit dem rechten Reifen so leicht streifen. Und dann voll raus beschleunigen. Yes, hier kannst du eigentlich, wie gesagt, mit dem Start gut überholen. Ja, okay, ich habe die Runde nicht ganz gezeigt, aber der Versuch war eigentlich perfekt. Also zack, 1:27,6. Hoffentlich können wir die in Qualifying noch schlagen. Aber da gibt es ja auch noch Überholen und so weiter. Wir werden da auch jetzt noch ins Rennstrategieprogramm gehen, aber da werde ich nicht den größten Teil zeigen, weil ihr kennt das Ganze. Ich bin die Strecke zwischen ein paar Mal gefahren und ich wollte eigentlich auch nur ein bisschen drüber reden. Aber wir werden jetzt schon mal über meinen Tipp reden. Also ich denke mal, Verstappen hat wieder richtig riesiges Mitspracherecht. Wenn sich die Mercedes nicht einig werden und ich weiß nicht, Bottas ist wahrscheinlich nach dem letzten Desaster-Rennen in der Türkei, wo er sich ja, glaube ich, 10-mal gedreht hat oder so und einfach keinen Bock mehr hatte, mental richtig durch und auch nach dieser Season, wo du eigentlich mit dem gleich guten Auto so abgezogen wirst von deinem Teamkollegen, kann ich mir gut vorstellen, dass er, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er, oh mein Gott, Gott, ja, das waren meine ersten Runden, ihr seht es auch hier. Kann ich mir gut vorstellen, dass der mental und auch vielleicht auch willtechnisch gar nicht mehr so kann. Also, aber ich kann es mir auch gut vorstellen, dass er auch heute wieder ein guter Tipp für die Pole wäre. Also ich glaube, wenn Hamilton nicht die Pole holt, dann wahrscheinlich er. Aber die zwei haben gestern schon wieder so eine Dumme, auch wenn Verstappen mal dazwischen war, aber die zwei haben wieder so ein dominantes Auto. Das ist halt ihre Strecke hier. Für die haben Mercedes und so weiter, die konzipiert, konstruiert und so weiter. Also wirklich, ich kann mir gut vorstellen, dass die auch hier wieder durchrasieren werden. 1,8 Sekunden im Delta. Und ihr seht, zum Schluss ging dann wieder alles. Also Setup-Fails habe ich auch ein paar drin gehabt, natürlich. Aber wie gesagt, mein Tipp, ich überlege noch kurz und dann sage ich euch nach der letzten Runde oder in der letzten Runde, sagen wir mal. So, und hier nochmal, hier sind wir nochmal in Sakhir in Bahrain zum großen Qualifying, zum drittletzten Wochenende hier. Nächste Woche nochmal Bahrain und dann Abu Dhabi. Mega geniale Strecke, wirklich. Also die ist richtig schön hier eingebettet. Ich bin ja nicht so für den saudi-arabischen Teil, also diese Pay-to-Race-Races, also dass man richtig viele Millionen bezahlt, dass man in den Kalender kommt, bin ich eigentlich nicht, aber die Strecke haben sie auch gut gemacht und die hält sich auch schon extrem lange im Kalender, ja. Und ich finde es ja cool, dass die Formel 1 wieder so ein bisschen zurückgegangen ist von damals viel im Nahen Osten, wie da gab es ja China, Malaysia, Korea,
China, Malaysia, Korea, natürlich noch so, Bahrain und so weiter. Also das erste Qualifying ziemlich gut abgeschlossen. Ich habe das komplett jetzt hier überredet, aber da sind sie jetzt Gott sei Dank ein bisschen zurückgegangen. Natürlich Singapur noch, also China, Malaysia, Singapur, Korea, Cheonggam, also Nord, also ja, Korea haben wir. Also 5-6 Strecken gab es da locker und leicht in Asien. Und das ist halt, ja, in Europa wird mindestens genauso viel gefahren. Jetzt sind wir in Q2, da geht's ein bisschen, ja, da wird es ein bisschen ernster. Wir müssen nämlich die Reifen hier fürs Rennen. Ich dachte mir zuerst gelb, aber weiß nicht, das sind ja nur 25% und da ist eigentlich die Strategie nicht so wichtig, sondern eher der Startplatz, beziehungsweise, ja, dass da jeder die gleichen Reifen hat. Und ich glaube, wenn Mercedes und, keine Ahnung, auch vielleicht Albon, der ist mein Teamkollege, oder auch, ja, mit Gelb starten, habe ich halt die besseren Karten, weil wir müssen sowieso nur einmal stoppen, dann fahren halt die ein, zwei Runden länger und dann ist das Ganze auch geritzt. Deswegen ist das ziemlich unnötig. Alter, schreibt mal gerne eure Meinung rein. Ich finde es unnötig, wenn ich da jetzt mit Gelb gefahren wäre. Magnussen die schnellste Rennrunde und ich finde es links ein bisschen blöd. Ja, das ist eine neue Ansicht. Ich habe da mal was ausgetestet, aber mir gefällt das nicht ganz. Also wirklich, ihr seht es auch. Links sehe ich einfach nur mich. Und das ist halt so ein bisschen das Blöde. Ich weiß, ich hatte noch keine Runde, aber warum sehe ich dann trotzdem nicht die Top 3? Das ist so ein bisschen das Manko. 1,26,8. Also das nochmal eine gute, ja, ein gutes 6, 7 Zehntel ist er nochmal schneller gefahren wie wir im Training vorhin. Und das müssen wir uns hier auf jeden Fall angucken. Lila im zweiten Sektor, das ist mega. Aber auch Bottas haut dann nochmal die schnellste Rennrunde raus. Wir sind 11. Platz aktuell, aber ich denke mal, dass wir uns schon in den Top 4, sage ich mal, einrenken werden. Einrenken. Und Grosjean könnte uns hier nochmal sogar beim Ross beschleunigen. Ja, da gibt es einen schönen Windschatten. Hier wunderbar, zack. Windschatten, Windschatten und zack ins Ziel. Perfekt. Dann ist er vorher gefahren. Wir waren sogar... So, Dankeschön nochmal und jetzt geht's ins Q3, Leute. Hier kommt der eigentliche Versuch, weil ich den zweiten, ja, ich will nicht sagen verkackt habe, aber doch schon verkackt habe. Also, ich erkläre es euch später nochmal. Und ich habe auch ein bisschen überlegt, mein Tipp fürs heutige Qualifying ist, ich denke mal, die Mercedes werden sich durchsetzen können. Hamilton vor Bottas und dahinter Verstappen und Perez, sage ich mal. Falls eine Überraschung kommt, immer, also gern. Überhaupt jetzt zum Schluss. Blöd, dass halt alles schon ein bisschen ausgearbeitet ist. Und hier geht's drauf. Richtig gut daraus beschleunigen. Ich rede dann weiter, weil es kommt danach eh kein weiterer richtiger Versuch mehr. Deswegen Lille im ersten Sektor perfekt. Gut durchgekommen hier rechts. Ja, ja, ein bisschen zu weit über den Körper. Da haben wir auch gesehen, wie wir so uns durchgeschüttelt haben. Trotzdem geht's sogar noch. So, raus beschleunigen. Hier wieder perfekt. Und die nächste Kurve müssen wir gut erwischen. Zack, zack. Ja, schön außen rechts leicht geschnitten und links innen perfekt raus beschleunigt. Und wieder ganz schön aufs Gas. Das war ein guter Versuch bis jetzt. Ich weiß auch nicht genau, ob wir hier irgendwo noch Zeit gut machen können. Deswegen, ah, hier habe ich zu spät, ihr habt es auch gesehen, ich habe ein bisschen zu spät gebremst, habe den Scheitel verpasst, habe nicht ganz den Körper erwischt, aber trotzdem habe ich mich dann noch schön rausgerettet, zack, wieder Lila im zweiten Sektor, schön rausbeschleunigen und jetzt sind wir dran. So, einmal noch die letzte Kurve gut erwischen, wie vorhin im zweiten Training, wo wir da richtig gut rausgekommen sind, zack, ihn, ja, schöne Körper mitgenommen und ja, links perfekt rausbeschleunigen und zack, der ist perfekt. Also das war eine perfekt super geniale Kurve. Bringt uns auch kurzfristig mal den ersten Platz, 1,26,5 und wir gehen in die Box. Und jetzt kommt so ein bisschen der Fail. Also es läuft alles gut bis jetzt. Ja, hier läuft alles gut. Jetzt sind wir Dritter, die beiden Mercedes haben uns leider geschlagen. Wir nehmen noch einmal den letzten Satz roter Reifen, spulen ein bisschen die Zeit runter. Ist alles bis jetzt natürlich normal, so mache ich es eigentlich immer bei jedem Versuch. Wir spulen ein bisschen die Zeit runter, so bis auf 3 Minuten, ja, 2 Minuten 50, 3 Minuten 0 und gehen jetzt raus in den Versuch. Und jetzt, ja, drehe ich natürlich auch immer so ein bisschen die Aggregate runter, so fett. Wir gehen auf Standard, manchmal sogar auf Minimal. Dann gehen wir natürlich von ES runter, also gehen wir komplett auf nichts, also kein ES. Und jetzt seht ihr es auch rechts, jetzt sind wir zwar auf maximal, wir sind im zweiten Versuch und ich frage mich die ganze Zeit, ja, warum das nichts wird. Schaut mal rechts unten, da habe ich natürlich einen riesen Fail gemacht und das ES gar nicht erst aufgedreht. Trotz dessen, dass das ES so beschissen, dass das nicht mal läuft, sind wir einfach 0,2 Sekunden nur langsamer. Und das Traurige ist halt, uns hätte einfach nur 1,26,5. und 1,25,9, also uns hätten 0,6 gefehlt. Die, denke ich mal, hätten wir mit dem ES locker geholt, weil ein, zwei Kurven, ja, hat es gegeben, die wir da leicht besser machen hätten können. Es hätte nicht sein wollen. Wir starten also von 3 mit den roten Reifen. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Lasst gerne ein Abo da
Aber mein Tipp natürlich noch, ich sage auf jeden Fall mein Bottas vor, habe ich eh schon gesagt, also Hamilton vor Bottas und dahinter Verstappen und Perez. Wäre ein cooler Tipp, abonniert den Channel gerne, lasst gerne ein Däumchen rum da, ich kann euch nur den Tipp geben, schaut auch gerne morgen zur Hotlap und zum Rennen vorbei. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, gegen die Mercedes-Front da durchzukommen und ja, ihr könnt auch gerne auf Instagram oder so schreiben, ob mein Tipp gelangt hat. Also lasst auch gerne ein Follow auf TikTok da und auf Insta. Vielen Dank fürs Zugucken. Alle Links wie immer unten in der Bio. Auch die komplette Playlist zur Mega-Season. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin. Dankeschön fürs Zugucken. Und ja, tschüss.